So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Total War Warhammer 3 mit Skarbrand, dem alten Korn-Anhänger. Und immer noch ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, dafür wird nachträglich hochgeladen. Schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei, wenn ihr es auf YouTube guckt. Und wenn ihr es auf Twitch guckt, schaut gerne mal auf dem YouTube-Channel vorbei. Wir machen weiter, zweite Folge. Wir wollten Galbaras angreifen. Es ist ein Pyrosieg. Die Autoberechnung würde uns nichts abrechnen. Aber wäre ja langweilig, wenn die das jetzt nicht kämpfen würden. Vor allem, da ich in der letzten Folge einen Cliffhanger gemacht habe. Können wir gar nicht bringen. Deswegen, let's go. Wir versuchen da reinzurennen. Ich zeige auch noch die Units von der zweiten Armee, ne, von der Blutarmee. Die hier scheinbar über diesen Pass dazukommen. Das ist eigentlich voll gemein, ne? Wenn man uns hier den Weg abschneiden würde, dann könnte man die ganze Armee hier einfach kaputt machen. Man blockiert hier und zaubert hier einfach alles weg. Dafür müsste die Armee aber rausrennen. Theoretisch hätte sie aber genug Zeit. Wo ist der Pass? Wo ist der Pass, wo die Unterstützung... Hier. Das ist der Pass, wo die durchlaufen. Das lässt sich ja mega einfach blockieren. So, wir schauen uns das Ganze an. Turm. Die Seite sieht eher schlecht aus. Kein Turm. Das ist die Seite, wo wir angreifen. Wenn wir nämlich so von der Seite reinrennen, kann uns nichts richtig beschießen. So, wie lange brauchen die, bis die hier aufmarschieren? 1 Minute 58. Also. Ich renne schon mal schnell mit dem Chef nach vorne. Und versuche mal fix das Tor kaputt zu machen. Das hier ist übrigens Rico. Also die Idee ist, dass er schon mal das Pförtnerhaus kaputt macht. Zudem laufen wir mal schnell mit den Rauskriegern schon hin. Die sind nämlich gepanzert und haben einen Schild. Da können die Bogenschützen nicht so viel dagegen tun. Schlagen Sie das Tor bitte kaputt. Danke. Was wiggelst du denn da so? Nimm deine Axt und schlag das Tor ein! Skarbrand klopft schon mal, ja. Ihr holt noch den Wein, ich klopf schon mal. Genau das. So, ich bin so frei und wir öffnen die andere Seite noch schnell. Los geht's. So. Da kommt die Unterstützung. Darf sich ruhig ein bisschen beeilen. Ist nicht innen durch, oder? Nein, gut. Tja, die Hälfte spawnt hier in der Wand. Schön. So, das sind übrigens die Bluthunde. Die sind ein bisschen größer. Das hier ist ein Blutschrein. Der gibt einige Boni. Regeneration, wenn man im Kampf ist und Totem des endlosen Blutvergießens. Mehr Nahkampfschaden und so. Dann haben wir klassisch... Ah ne, das ist nicht klassisch. Die erhabenen Zerfleischer. Die machen Feuerschaden und Magie. Sind ein bisschen besser als die normalen Dämonen. Die Blutmutanten. Die Brut. Erinnert mich immer ein bisschen an die Flat. Entschuldigung. Ich wollte nicht, dass du hier die ganze Zeit angegriffen wirst. Bei denen hier hingegen... Nicht so tragisch. Also. Los geht's. Die Verstärkung ist ja auf dem Weg. Skarbrand. Der teuflische Türöffner. Ja. So, ich schicke die Hunde. Komm mal hier hin. Chaos,
sind unsere... Wir gehen hier hin. So, dann versuchen wir hier mit den Hunden und so mal schnell die Bogenschützen wegzumachen. Oh, das ist nicht so gut. Geh du auf die und die anderen Hunde hier, gehen bitte hier runter. So. Jetzt haben wir die hier mit drin. Behalt euch bitte ein bisschen. Was chillt ihr denn da noch draußen? Ihr habt hier reinzugehen. So, wir stecken hier mal schnell alles. Die schon angeschwächt, nehmen wir mal schnell raus. So, jetzt haben wir hier ein Problem. Kriege ich die Hunde noch raus? Ah, das sieht schlecht aus. Angriff. Versuch mal ein bisschen in Bewegung zu bleiben hier. Also bis das ankommt, ist die Schlacht doch schon vorbei, Mann. Ja, der Drink of Blood geht mir hier gleich down, wenn wir das nicht ein bisschen anständig umsetzen. So. Immer noch ein bisschen das Problem damit. Ich schicke euch mal raus, die sollen wir nicht wegsterben. Kriegen wir die Wagen eigentlich durch? Um die Bogenschützen unter Druck zu setzen. Die da. Die nochmal stärken. So, wir könnten ja noch Chaosfurien holen, die habe ich total vergessen. Ja, hallo. Wie wär's mit hier rein, Jungs? Statt den ganzen Kackweg außenrum. So, runter da. Los! Los, meine Chaosfurien! Jetzt läuft der wieder außen rum. Krieg gleich die Krise. Beweg dich da durch, Mann. Johnny, dankeschön für den Prime. Twitch Prime ist mehr kostenfrei. So ist es. Dankeschön. Blood for the Blood God. Okay, der Chef hat hier ordentlich Schaden gekriegt. Dann können wir das eigentlich wieder machen. 70 Sekunden, also noch dauern. Ab dahin. So, wir haben das jetzt hier ein bisschen aufgeteilt. Ja, bis die hier da sind, ich meine, mein Gott. Versucht. Das sind jetzt Vollidioten.
Jungs, so schwierig ist es nicht. Ja, der macht halt das kaputt, wenn ihr das andere nicht kaputt machen könnt. Folgt die bitte. Das buggt hier irgendwie, ne? Also ein bisschen eine größere, eine breitere Dings aufstellen, ja, dass mehr vorne dagegen knallen. Das ist die Idee. Das Problem ist auch, dass der Turm die ganze Zeit schießt. Ja, die Wild Orks werden hier gerade platt gemacht. Bin ich mal gespannt, ob die auch buggen hier. Ich will das kaputt machen, das einnehmen. Dann kriegen wir nämlich die Türme hier mal weg. Den hier halt nicht. Ich weiß nicht, was die da machen, aber irgendwas spieltechnisch da falsch. Bitte haben wir den Knoten auflösen in Gang 3. Ordner in Gang 3. Genau. So, ich lass mal schnell laufen hier. Ich denke, wenn der Blob da tot ist, dann hat sich das eh erledigt. So, die Türme sind kaputt, die dran gekoppelt waren. Here we go. Ein knapper Sieg, sehr gut. 116 Verluste und der Verschlinger, also die Blutarmee, nur 67. Das ist ganz gut, weil die regenerieren halt nicht, ne? Ich glaube, die einen Hunde, die sind komplett gestorben. Das ist okay, dann müssen wir den Unterhalt nicht zahlen von denen. Ich meine, why not, ne? Ja, jetzt ist die Frage, raube ich es aus und nehme es dann ein? Oder nehme ich es hier sofort ein? Dann ist es vielleicht ein bisschen mehr ausgebaut. Wir machen es abhängig davon, wie viel Geld wir gleich kriegen. ...2881. Ja, die hier sind draufgegangen. Ah, die Furien auch. Ja, eigentlich. Also mit dem Geld kommen hier zwei Runden. Über die Runden. Aber wir brauchen ja 4000 noch, um die Siedlung auszubauen. Ja, wir rauben es aus. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist er im Krieg? Ist er im Krieg mit denen? Nein, er findet es sogar schlecht, dass wir die angreifen. The Drinker of Blood. Ja, was soll er denn sonst trinken? Wir machen hier Nahkampfangriff und Waffenstärke für dich. Hau drauf, Enix. So, Rico, du wirst natürlich zum Truppenauffüller und dann kriegst du den brutalen Angriff. So, Mike ist da hinten noch am Plündern. Und die Fähigkeitspunkte will ich aufsparen, bis wir hier dann komplett durch können. Deswegen eins weiter. So.
Dann bauen wir das Gebäude jetzt aus für 4000 und ein paar Runden haben wir noch Zeit. Das könnten wir auch nochmal 4000 aufbauen, ne? Aber dann wird es ein bisschen eng mit den... Es wird aber auch wieder Geld bringen, ne, wenn wir das aufbauen. Ah ja, wir könnten ja noch Baukosten minus 10 für alle Gebäude. Würden wir 400 sparen. Einkommen aus allen Gebäuden 5%. Nahkampfangriff plus 1 für alle Armeen. Naja, wir machen mal zerstören, damit wir das Geld kriegen. Wir können das immer noch abbrechen, wenn das nicht finanziell nicht reicht. Aber er hat hier noch eine Siedlung. Wir können das plündern und dann einnehmen, zerstören. Das heißt, wir kriegen hier nochmal Geld, wir kriegen da nochmal Geld. Ich glaube, das geht schon auf. Das hier stört mich. Nächste Runde, nächstes Glück. Ja, ich habe es absichtlich noch nicht eingenommen. Ich will den nächsten Kampf nochmal erzwingen. Ja, nicht angesprochen, nein. Der Bretone links hat noch einen zweiten Schlag. Ich weiß, ich weiß. Ich nehme auch an, dass er mit der anderen Bretonin, mit Chevaliers de Lyonnais, nicht angespackt hat oder so. Dass wenn die uns da einmischen, dass wir mit den Bretonen in den Krieg geraten. Zum vernichtet. Oh! Rigo, du hast ein Reittier gekriegt, sehr schön. Also. Ja, der hat nur noch eine einzige Runde. Das heißt, er führt den Angriff an. Hauptverschlacht. Und dieses Mal wird es gesetzt. Weil erstens wir hier ein Dingsgebäude drin haben und wir müssen in der Provinz ein Gebäude besetzen, damit die anderen, wenn wir sie abreißen, dann auch den Aufbau kriegen. Ja, rutsch mal raus, bitte, danke. Ja, das wird doch eng, hä? 10. Na, wir machen dich mal dickhäutig, Rico, ne? Meine Kampfmaschine. Ich denke nicht, dass wir dadurch noch Dings kriegen, ne? Und ich denke nicht, dass wir bis dahin kommen damit. Auch nicht. So, was wir aber können, ist jetzt, können wir mit einem guten Mike, können wir das jetzt angreifen. Die Frage ist nur, schaffen wir das? Ein Pyrosieg. Ja, ich würde schon sagen, dass wir das schaffen. Das sind 1, 2, 3, 4, die auf die 4 losgehen. Die Furien machen das hier. Und er jagt auch so einen, ne? Müssen wir das kämpfen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist klar, dass wir das schaffen. Ja, ja, komm, wir machen eine Autoschlacht raus. Ist völlig in Ordnung. Und wir rauben das Ding aus, um die Tausender, den Tausender zu kriegen. Dann ziehen wir uns zurück und greifen das in der nächsten Runde nochmal an. So, wir machen inspirierende Gegenwart. Dadurch kriegen die noch ein bisschen mehr XP. Und die zwei legen wir mal schnell zusammen. Ich spare ein bisschen Kohle. Also, Skabrand wollte ich ja aufsparen. Generiertes Einkommen. In einer Runde haben wir genug, um das abzugraden. Dafür brauchen wir halt 2000 dann. Ja gut. Nächstes immer schön am Existenzminimum. Wir looten aus. Wir looten aus. Aber ich finde das ganz cool gerade. Also wir kriegen es, glaube ich, gut hin.
Ich meine, die pushen den Wachstum insane, ne? So. Wir haben eine Allianz mit euren Brüdern ausgehandelt. Sie halten sich bereit, während der Feind sich dem Messingaltar nähert. Ihr müsst nur noch dort erscheinen. Weiß nicht, ob das, also... schaffen wir das? In der Regel kommt ja nochmal Verstärkung, ne? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir das schon schaffen. So weit sehen wir noch nicht. Aber danke, da können wir uns... was holen, so wie es aussieht. Angriff! Wir plündern es. Das ist sicher keine Falle, trust me. Glaub ich nicht. Wir rauben das aus, 2200, sehr schön. So, dann hau drauf, wie nix kriegt Feindjäger, mein guter Herr. Warte mal schnell, du bist sogar schon... Du warst auf einem Moloch und bist jetzt auf einem Blutthron. Der Blutthron ist der, den wir gesehen haben in der Schlacht gegen Galbaras. Also gegen die Dings hier. So. Du greifst das in der nächsten Runde an, dass du das wieder refreshst. Das bauen wir aus. Er ist gekoppelt an das ganze Ding hier, ne? Die stehen da oben noch. Hier sind Safety Scaven drin. Die Safety Scaven. Quick. Was ist dein Problem? Früheres Abkommen mit Rotzahn. Ja, also bitte. Das soll uns jetzt nicht stören, oder? Gut. Dann, Mike, du darfst hier nochmal zulangen. Wir könnten es kaputt machen und danach erholen, dann würden wir 1000 dazu kriegen. Wir können es auch einfach die ganze Zeit ausrauben, um ihn zu leveln, ne? Ne, wir besetzen es. Ich besetze es aus dem Grund, weil ich ein bisschen Schiss habe, dass mir die Skaven, dass hier eine Armee kommt und mir das wegsnackt, ja? Und da habe ich halt null Bock drauf. Deswegen wäre das mein Plan. Sieht das hier sicher, ne? Dass die da nichts machen können. Gut, so, dann haben wir natürlich noch Rico, der die Truppen noch effizienter auffüllt. Ist, glaube ich, sogar so effizient, dass wir uns hier ein bisschen gegenseitig niederprügeln könnten. So, hier könnten wir nochmal 2000 rausholen. Also gut. Wir leben an der Grenze. Der existiert. Den überspringen wir. Ich will eigentlich die Tiermenschen hier weg haben, ne? Die machen aber zuerst mal die Orks tot. Die garstigen. Ich überlege gerade, ob ich mit der roten Hand, mit ihm hier oben, ist ja eigentlich ein Ork, ne? Und theoretisch wäre ja ein nützlicher Verbündeter. Wurde gerade niedergerissen. Er ist ja theoretisch ein nützlicher Verbündeter, weil alles weiter oben, irgendwann kommen Menschen, Zwerge, ne? Das heißt, wir haben da niemanden, mit dem wir uns irgendwie anfreunden können in irgendeiner Form. Okay, Slaanesh hat gerade das große Spiel.
Fortschritt. So, eine Runde hier noch. Wir gehen hin, lagern. Weil ihr seht, das sinkt gerade wieder ordentlich. Wir schicken die andere Armee noch daneben, dass auch beide kämpfen, dass beide das Blutding hier rausschlagen. Demons! Shadow-Thron. Damit sind sie Geschichte. So, ihm wird das überhaupt nicht gefallen, Militäraktion gegen die Haarknoten. Wenn ich ihm aber nicht angespackt anbiete und sage, ich helfe dir gegen den Verschlinger. Na, das scheint ihn auch nicht so zu interessieren. Ich bräuchte ihn halt eigentlich schon auf meiner Seite. So, runter da. In der nächsten Runde werden wir finanziell dann doch ein Problemchen kriegen. Wisst ihr was, prügelt euch hier gegenseitig mal ein bisschen, ja. Auf der anderen Seite, ne? Schwierig. Zieh dich mal hier zurück. Prügelt euch ein bisschen und ich setze ihn dann, glaube ich, hier rein. Baronheit ist ausgebaut. Mehr Schilde für dich. Das will ich mir eigentlich snacken, aber er ist noch hier oben irgendwo, ne? Kämpft aktuell gegen niemanden. Die Frage, die sich mir halt stellt, ist, lassen wir ihn hier und nutzen ihn? Sendbote des Chaos. Strategische Bedrohung. Ich wüsste halt nicht, was er macht dann. Und ob er überhaupt nützlich ist für uns. Theoretisch würde ich jetzt eigentlich schon gerne runtergehen. Ha! Okay, ich kenne jemanden, der uns irgendwann den Krieg erklären wird. Heilige Kanone. Na, irgendwie will ich ihn schon wegmachen, weil er uns hier immer ein bisschen blockiert, ne? Korn hat eine eindeutige Antwort, ja, einfach alles angreifen. Gibt keine Gnade, es wird einfach alles angegriffen. Kampf, Hauptsache Kampf. Egal wer gewinnt, einfach kämpfen. Das wäre die Antwort von Korn. Yes, sehr schön. Okay. Wir haben das Banner. Das heißt, er kriegt jetzt das Banner dann. Dann regeneriert er selber immer wieder Lebenspunkte. Wir... Was machen wir denn noch? Zusätzlich Einkommen, das Beute nach der Schlacht. Finde ich nicht schlecht. Eigentlich. Klar, das mit dem Unterhalt ist auch nicht übel, aber so viel bringt uns das noch nicht. Und... Also im Einkommen als Beute nach der Schlacht, würde ich sagen, ist schon sehr wichtig für uns eigentlich. Schade. Kämpfen wir ein bisschen. Executioner. Schädel pro Runde, Einkommen aus allen Gebäuden, 5. Kann ich mir gerade knapp noch leisten. Ganz knapp.
Wir machen ihn weg. Ich würde sagen, wir machen ihn weg. Ruinen können irgendwann werden, bis er zerstört wurde, ja. Okay. Wir könnten ihn auch unterwerfen. Ich hoffe, das ploppt bald. Pro Runde eine 10%ige schon. 10%, ne? 5 über das Gebäude und 5 über die Forschung. Was ich auch machen könnte, ist, dass wir die Blutarmee auflösen und mit der zweiten Armee von Mike zusammen marschieren. Ne? Also, dass wir die Blutarmee ersetzen durch die Armee von Mike. Obwohl ich glaube, der Unterhalt der Blutarmee ist ein bisschen besser. So, also er treibt sich wahrscheinlich da oben noch irgendwo rum. Und in der nächsten Runde ist das hier ausgebaut. Wie viele mehr? 3-3-1. 4-3-1. Plus das, was noch drin ist. Achso, ich habe nicht genug Schädel, um das zu machen. Ach, Mann. Natürlich hat er es eingenommen. Oh, ist das mühsam. Gut, dann auch keiner nicht angepackt in diese Richtung. Auch der wird platt gemacht. 6-4-2. Ja, Krieg. Ja. Naja, jetzt gleich noch Unterstützung. Er muss die Dings wieder auffüllen hier oben, ne? Butchery. Ah, da gehen die drauf. Ja, das ist eigentlich egal. Ich will die Armee eh nicht für immer halten. Sie dient nur dazu, um am Anfang ein bisschen zu boosten. Den Wachstum zu boosten. So. Wir haben 4 Punkte, wir müssen Stufe 13 werden. 11 sind wir aktuell. Wenn wir 13 haben, können wir hier gleich alles machen, ne? Also 2 Punkte noch. Ja. So, wir steigern hier nochmal die Mobilität. Ich mache hier nochmal etwas stärker mit Rüstung. Prügelt euch mal ein bisschen. Bin gespannt, ob er zurückkommt, um seine Siedlung zu decken, oder ob er hier... herumeiert und das hier angreift, den Todeskampf. Wir haben jetzt 8 Leute drin. Wie wär's, wenn du dich unterwirfst? Nein? Dynastie. Die Dynastie wurde vernichtet. Hau drauf wie nix. Oh. Ihr stößt auf ein Ogerlager. Ein Fleischer
entrinnt dem Gemetzel, indem er unermesslich Macht verspricht. Er zerschneidet, zerschneidet und schmort die Innereien seiner gefallenen Artgenossen, um eine schäumende rote Brühe zu kochen, die die Haut zum Verhärten bringt und Muskeln anschwellen lässt. Auch wenn das nützlich sein mag, ist dieser Zauber eine Beleidigung des Korn, weshalb der Fleischer abgeschlachtet wird. Ja, der Fleischer wird trotzdem getötet. Fleischmagie. So. Rutschen mal rein. So, jetzt haben wir, glaube ich, negatives Wachstum hier. 10. Was suboptimal ist. Executioner. So, wir reißen es nieder. Runden. 6 Runden. Nett. Generiert das Einkommen, wenn ihr auf Stufe 4 kämen. Aber wir hängen gerade ein bisschen in der Schwebe finanziell. Jetzt ist auch die Frage, wo ist er, ne? Yes? The whitest blood letter. Seek victims. Tarnath sends us on. Wir warten noch, bis wir ihn sehen, bis wir Kontakt haben. Das können wir leider nicht machen. Die finanziellen Kapazitäten haben wir nicht. In 3 Runden können wir noch ein kleines Gemetzel vollführen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir hier noch wenigstens rüberspringen, aber er macht uns das ja auch nicht einfach so, ne? Ja, wir könnten es zur Not tauschen. Irgendwann mal. Also, hier haben wir jetzt auch eine Chance, dass einer der beiden Siedlungen springt, ne? Weil wir das hier haben. Meine große Sorge ist, dass die Skaven hier reinspringen. Da hatte ich gar keinen Bock drauf. Weil ich eigentlich hier im Ödland schon ein bisschen was... Oh, wir fangen jemanden ab. Ein Pyrosieg. Also wir haben ihn gerade abgefangen bei einem Sprung. Also Tunnelnetzwerk, ne? Aber wir würden gegen ihn alleine kämpfen, ohne unsere Blutarmee. Und wenn er gerade die Bewegung macht, wir müssen ihn nicht bekämpfen hier unten. Ich glaube, wir kriegen ihn nicht. Zudem hat er ja auch noch Zauber und so, ne? Ja, Krähenschmaus. Andere Rüstung. Nahkampfabwehr, ja. Und wir haben nichts gegen den Riesen, der ist ein Problem. Wir haben nichts wirklich gegen den Manticore, ist auch ein Problem. Bogenschützen sind nicht so ein Problem. Okay, wir lehnen ab. Er kann eh nicht angreifen. Und dann attackieren wir zusammen. Und dann dürften wir ihn gut platt machen. Mit der Blutarmee zusammen ist er eigentlich schnell Geschichte, würde ich meinen. Sehr gut. Wir aktivieren das, kriegen wir mehr Beute. Executioner.
Wir gehen ihn hier hin. Na, das sieht doch ganz anders aus. Würde hier mit der Autoschlacht würde es gehen. Aber Autoschlacht finde ich langweilig, deswegen kämpfen wir es. Ist ja auch eine spannende Sache. Autoschlachten mache ich sehr gerne, wenn wir irgendeine Siedlung angreifen und nur 6 Truppen drin sind, wo wir eh wissen, dass wir es hinkriegen. Aber hier ist nichts garantiert, ne? Der Riese könnte gut was reißen, er könnte mit der Magie was machen, der Held ist auch nicht zu unterschätzen. Ja, wir schon gucken, ob wir das packen. Ich meine, richtig kämpfen lernen, lernt man auch nur, wenn man es selber macht. Northern Barbarians! Barbarians. Okay, wir warten. Wir können aus dem Jenseits noch Leute holen. Wir haben ein paar Furien. Oh, mit den Furien könnten wir ihn vielleicht killen, wenn die Harpien weg sind und der Manticore. Machbar. Ah ja, du hast einen Wagen gekriegt. Hau drauf wie nix. Ein paar Begleiter. Sehr schön. So. Und alles wieder auf meinem Let's Play Channel kommt. Ja, kommt alles auf meinem Let's Play Channel. Die werden sich wahrscheinlich hochheilen können. Freue ich mich jedes Mal drauf, das freue ich mich zu lesen. Ah, da ist ein Zauber misslungen. Chaos Warriors! Onward, Northmen! So, einen schicken wir dahin. Wir brauchen einen Sturmangriff. Ich versuche den Riesen zu killen. Ja, dann holen wir die Furien. Die Furien gehen jetzt auf ihn. Er fliegt nämlich. Er fliegt nämlich. Ne, das jetzt schön gebunden kriegen. Stärken das hier mal. Ah, oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Er kriegt auch Schaden von den Furien. Er hat da eben ein bisschen ein Problem, ne? Okay, der Ries ist tot. Helden sei Dank. Das war nämlich das größte Problem. Da die gut verteilt. Einigermaßen. Komm mal die Bogenschützen da bitte. Danke. Den Überblick. Geh mal rein da bitte. Aha! Naja, den könnten wir da oben kriegen. Das hier hinten sieht auch nicht schlecht aus. Wie viele Sekunden noch, bis wir wieder können? Na, eine Minute. Der verdammte Messingbowler hier, ne? Okay, den haben wir auch. Die Armee flieht. Ha! Nett! Du kennst dich vermutlich eher unter Skull Devil. Ein paar Kommentare habe ich gelesen, ja. Ja, doch.
Er ist immer schwierig mit den Namen. Ja, ich freue mich immer, wenn Leute kommentieren auf dem LP-Channel. Ist auch gut für den Algorithmus. Dann werden auch mehr Leute aufmerksam auf das Let's Play. Da kann ich mir teilweise auch leisten, mehr Let's Plays zu Total War zu machen, wenn die gut ankommen. Hat auch einen Heldennamen. Bei welchem Let's Play war das nochmal? Da erinnere ich mich nicht mehr dran. Aber schön, dann wurde man von den Let's Plays begeistert und schaut auf Twitch vorbei. Genau so muss es. So, hey, wir haben es doch besser, mehr, also wir haben nicht wirklich viel verloren. Das war eine total coole Schlacht. Geld oder Schädel, was kriegen wir an Geld zusammen? Gar nichts. Wir kriegen kein Geld. Opfern wir die dann als Tribut? Ich brauche aber die Schädel eigentlich. Wir müssen das Problem hier dann irgendwie anders lösen. Ey, warte mal schnell, du darfst gar nicht weg. Wo willst du denn hin? What the fuck? Erreiche als Korn mit einer Armee die höchste. Ich habe irgendetwas habe ich geschafft. Scarbrand. Habt ihr einen Let's Play-Kanal auf dem Fernseher? Ja, perfekt. In voller Größe. So, was haben wir? Trefferpunkte, Waffenstärke. Wir machen Morden. Bei Slaanesh war das, ja. Das ist gut möglich. Müsst nachgucken, ich hab's natürlich nicht im Kopf. So, Rico, du kriegst Nahkampfangriff. Also wir rennen mal schnell mit der Armee hier hin. Und mit ihm verfolgen wir ihn. Kann ich ihn unterwerfen? Ein Schutzbündnis wieder ja sagen, weil allem anderen sagt er no. So, das könnte die Stufe 13 sein übrigens, ne? Und ich muss ihm noch das verdammte Banner geben, das vergesse ich nämlich jedes Mal. Ich habe ihm das Banner gar nicht zugewiesen. Ich muss ihm das Banner überhaupt mal geben. Ja, jetzt haben wir Gunst gekriegt. Warum jetzt? Aber vorher nicht? Das ist der Unterschied zwischen Autoschlacht und keiner Autoschlacht, oder? So, hier. Er braucht das Banner. Was ist das? Was macht das? Herrschaft, ja. Nein, den hätte ich gerne. Dafür nehmen wir... Das mit der Diplomatie. Raus, Drillmeister, Charaktererfahrung, Sichtweite, das ist gut. Hau drauf wie nix, du brauchst auch noch ein paar Sachen, komm. Diplomatie würde ich meinen, Kampagnensichtfeld, warum nicht? Dann kriegst du eine fette Rüstung, du hast dich bewährt. Dann das hier, und eine Sturmklinge. Rico kriegt auch eine gute Rüstung, eine Waffe. Und hier auch diplomatische Beziehungen, Produktion des Korn. Und Mike, für dich dasselbe natürlich, mein Guter. Und das noch schnell. Einen Reif und eine Waffe. Super. Hast du beim letzten auch geschrieben wegen der Helden, aber ich kann kurz nachgucken. Ja, Skull Devil. 3530. Oder? Du bist bei mir in der Liste. Wenn du Glück hast, gibt's auch hier wieder Namen. Ja, das ist gut, dass wir den in den Arsch getreten haben, ne? I crave bloodshed. Arch or die. Ich bin mir überlegen, das hier noch zu holen, ne?
Wir haben hier nur eine 2%ige Chance, sehe ich gerade, ne? Ich will das nicht, dass das jemand anderes snackt. Deswegen versuchen wir da mal schnell hinzulaufen, dann können wir die Armee dann auflösen. Das ist okay. Na, wenn wir genug Geld hätten, könnten wir das sogar ausbauen. Ich glaube, Stufe 3 würden wir dann den hier kriegen. Der würde uns noch 250 Einkommen zusätzlich geben. Können wir die zusammenlegen? Und die zwei? Nein. Da sparen wir schon mal was. So. More Hetzkals. Hetzkals. Wir können mit Mike hier hochrennen. Wir schneiden hier das Ding nicht. Versuchen das zu holen. Wir reduzieren ihn hier mal schnell auf das Minimum. Ja, weil er behält ja das noch bei. Er besteht jetzt nur aus dem Kommandanten, aber er boostet. Weiß nicht, ob das so gewollt ist. Glaube ihr nicht. So, also er ist Stufe 13. Das heißt, wir können hier leibhaftiger Zorn freischalten. Kannst nicht immer hier sein wegen den Kids. Ja, dafür sind ja die Let's Plays da, ne, dass du das in Ruhe dann, wenn du Zeit hast, nachgucken kannst. So, dass wir das nochmal stärken. Dann rastloser Zorn, Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte 10% nach dem Sieg. Dann Vorhutaufstellung. Dann haben wir, deswegen habe ich die Fähigkeitspunkte gespart, Waffengrundschaden 50% und Randale und Gedöns. Das heißt, wir machen alle nochmal mehr Wut, wütend und was weiß ich. Passive Fähigkeit Blutmal, er heilt sich also selber. Einkommen das Beute nach der Schlacht, wunderbar. Dann Anarchie des Wahnsinns, Kontrolle minus 6 in der feindlichen Provinz und Korruption für uns, also Kornkorruption und Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte 15% nach Sieg in einer Schlacht. Armee des Blutes plus 3 Einheiten bei Erschaffung. So, dann haben wir die Reihe fertig. Schön, oder? Gut. Wir haben, also theoretisch haben wir hier 7% übrigens, ne? Theoretisch sind es 7%. Executioner. Wisst ihr was? Prügelt euch mal ein bisschen gegenseitig, damit ihr hier ein paar Schädel kriegen. Obwohl, das reicht nicht, ne? Nehmen wir das mal nicht. Geht mal so schnell es geht hier hin, bitte. Wie weit kommt er eigentlich? Bis hierhin. Das ist, ich könnte ihn eigentlich rennen lassen. Und dann gehen wir hier die Bretonen schlachten. Wir nehmen den Wachstum noch mit, solange es geht. Ne? Also der tickt jetzt runter, weil er halt nicht kämpft. Aber den Wachstum, den nehmen wir noch, solange es geht, mit. Und danach lösen wir die Armee auf. Und dann haben wir nicht mehr viel Wachstum-Bonus. Aber wir haben schon auf Stufe 3 die eine Siedlung ausgebaut. Galbaras haben wir auf Stufe 2 und können auf Stufe 3 erhöhen. Können das Wahrzeichen können wir bauen. Das heißt, wir haben durch dieses knappe Bemessen mit Plündern und ne und dann wieder Plündern und wieder nicht, haben wir es trotzdem geschafft, hier am Anfang einen schönen Boost wachstumstechnisch rauszuholen. Das Skabrand Beast Mode activated. Ja, schon ziemlich, ja. Oh ja, bitte, geh das, besiedeln. Okay, wir schleichen hier in einem Hinterhalt vorwärts, bis hierhin. Rennen mit ihm rein hier. Oh, es hat sich ein Kult manifestiert irgendwo. Wo denn? Da oben, ne? Ah ja, von Valkia. Unterhalb von ihr. Schädel pro Runde. Schädel 100 jedes Mal, wenn diese Provinz eine Schlacht ausgetragen wird. Schädel pro Runde, wenn Kommandant hier drin ist. Bringt eure Fraktion dann sofort in diese Siedlung. Wir könnten Skabrand sofort hier hochbringen, ne? You know, as I do, that life without war is anguish. Okay.
25 Schädel pro Runde finde ich ganz gut. Prügelt euch mal gegenseitig, bis ihr hier heruntergeht. Ich will das noch einnehmen, ne? Aus dem einfachen Grund, ich will nicht, dass die Skaven oder die Orks das holen. Das hier in der Mitte wird wahrscheinlich niemand holen. Also, er versucht es gerade, aber ihn machen wir dann platt. Deswegen haben wir hier den Hinterhalt. Er glaubt, jetzt ist er sicher, kann das holen, ne? Und wenn er es holt, boom! Tot. Bauen wir das noch aus? Ja, komm, ich denke, wir kriegen hier eh genug Geld. In 4 Runden haben wir Stufe 2 plus. Ja, ihr seht, ich habe ein bisschen ein finanzielles Problem. Aber mit der einen oder anderen Schlacht würde ich sagen, lösen wir das schon. Komm, mach es, tu es. Wir wollen alle, dass... Ja, ja, das weiß ich, dass das funktioniert. Vielen Dank. Wir wollen alle, dass du hier reingehst, ne? Toi, toi, toi. Er sieht uns nicht, sieht nur die kleine Armee hier. Dürfte ihn nicht verschrecken. Er kann es besiedeln, wir gehen es plündern, wir machen die Armee platt, wir kriegen Geld. Wir können die Siedlung noch mal niederreißen und kriegen 1000 Schädel. Ja! Ah, schön. Der scharlachrote Verschlinger. Der scharlachrote Verschlinger. Euer Champion hat sich im Kampf bewährt und muss sich jetzt nur noch selbst eine große Narbe hinzufügen, um von Carneth für dieses Zeichen von Loyalität belohnt zu werden. Das ist die Blutarmee. Was will ich denn mit der... Das ist so blöd. Nahkampf, Abwehr oder... Ja, ja, man, das Gesicht von... Spielt keine Rolle, weil das ist er hier. Aber er ist ja gar keine reguläre Armee. Ich kann mit ihm auch gar nichts rekrutieren. Das ist ja Quatsch. Ist er im Krieg mit irgendjemandem? Nein? Okay. Krieg! Ask a peasant. So, dann krieg ich jetzt dieses Banner. Das Banner für Rüstungsdurchdringung kriegt jemand anderes. Ein knapper Sieg. Ah, den will ich sehen, den knappen Sieg. Na, den will ich aber sehen, den knappen Sieg. Bitte zeigen Sie mir diesen knappen Sieg. Ich könnte mit Vorhutaufstellung Skarbrand hier hinten hinstellen. Ich glaube, das mache ich sogar. Wie weit kommt sein Katapult bis hierhin? Mal gucken, wie die KI reagiert. Ja, die scheint sich hier zusammenzuziehen, ne? Er sieht ein bisschen aus wie Kratos. Also ein bisschen. Nur ein bisschen. Nicht so wirklich, aber ein bisschen schon. Ja, was machst du da? Okay, Skarbrand ist im Wald ineffizient, weil es zu groß. I go forward!
followers of chaos. Ja, da bin ich mal gespannt, ob ihr das jetzt schafft. Und die Katapulte will ich schon mal ausgeschaltet haben, deswegen machen wir das so. Bloodfather, guide me. I go. I go. On tireless foot. Ja, tob dich aus, Großer. Tob dich aus. Es ist sehr schwierig, ihn zu töten, weil er hat jetzt Regeneration. So sieht's aus. Wollen wir die Bogenschützen hier hinten abkriegen? Gehen wir beide wieder auf ihn los. Ich wundere, wie das hinkriegt. Versuchen schnell den Kommandanten hier zu töten und ich schaue hier nochmal die rein. Harfien wäre noch schön. Ratet mal, wer hier gerade von den Chefs angegriffen wird. Tot. Ja, doch, eindeutig. Eine ganz knappe Geschichte. Ganz knappe Geschichte. Ihr müsst schon beißen, Jungs. In und miam miam. Ich weiß halt nicht, ob das einen Unterschied macht, ob wir sie gerungen haben oder nicht. Er hat leider keine Fernkämpfe, oder? Doch, er hatte zwei Bogenschützentrupp und einen Katapult. Aber das Katapult war durch das Dämonentor so schnell kaputt, das konnte er nicht viel machen. Und die zwei Bogenschützentrupps, die wurden auch immer wieder angegriffen. Ich habe Skabrand da reingeschickt. Die Bogenschützen haben sich irgendwie nicht richtig positioniert. Ah, Korn meinst du? Nein, also eine Artillerie gibt's. Blutgeschütz oder so. Aber das war's. Ansonsten ist alles Nahkampf. Wir müssen schnell sein. Nahkampf ist es. So. Ausrauben bringt uns nicht viel, weil die Siedlung wurde ja erst geholt, aber wir reißen sie direkt nieder. Jetzt haben wir 3372, ich weiß nicht, warum du so weit wegrennst. Jetzt bewegen die uns hier hin. Master, Master! Wir rennen weiter. So, sind jetzt in der Lage, das zu kolonisieren. Ja, ja, guck, da kommt er schon, da kommt er schon. Mein Gott, bin ich froh, dass wir so schnell waren jetzt. So ein Schelm. Ich hab's mir noch gedacht. Bei dir starten wir auch zuerst mal mit Dämonen. Tooth of Death. So.
So, wir sind im nächsten Abschnitt, was die Forschung betrifft. Kosten für den Schädelton minus 10 Armee. Ja, wir könnten nochmal einen mehr, das finde ich nicht schlecht. Einkommen aus allen Gebäuden, 10% wäre eigentlich auch mal ganz was Nettes. Rekrutierung von Kommandanten bei plus 2 schon. Wir machen mal Einkommen aus allen Gebäuden. Haben wir da mal schon was? Das werden wir plündern und dann danach niederreißen. So. Garbrand. Tja, gehen wir jetzt hier drauf, damit wir noch hier hinkommen für nochmal 5%. Gehen wir auf Blitzschlag, dass wir Armeen mit Blitzschlägen auseinandernehmen können. Die gehen aber auch schon mal langsam Richtung Goldstufen. Physische Resistenz, auch nicht schlecht. Oder wir machen ihn einfach noch stärker. Eine noch größere Maschine. Ihr könnt euch eigentlich ein bisschen gegenseitig bekämpfen. Minotauren will ich dann irgendwann auch noch drin haben. Von daher, ja, die halt eigentlich auch. Wir haben davon halt noch nichts, also macht eigentlich nicht so viel Sinn. Einkommen durch Überfälle, Rekrutierungskosten, Korruption, Unterhalt, mehr Schädel. Mehr Schädel sind schon gut. Wir machen ihn zuerst mal stärker. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Genau, hau drauf, Phoenix, du bist zu einem noch krasseren Mörder. Stufe 13 können wir dir hier nochmal einen Boni geben. Und Rico, du kriegst Feindjäger. Du gehst dann hier weiter. Natürlich Korruption verbreiten auch nicht so schlecht wäre. Wir könnten schon an Chaoskrieger mit Hellebarden rankommen. Die wären ganz nützlich. Wir hätten auch schon die erhabenen Zerfleischer hier, ne? Sind halt schon ein gutes Stück besser, weil sie halt den noch haben. Erhabenen Helden könnten wir auch noch mitnehmen. Die Reihe will ich nicht unbedingt machen. Also ein paar Minos wären schon ganz sweet. Oder zumindest hier hin. Aber dafür müssten wir 4 haben, ne? So weit sind wir noch nicht. Schwierig. Auf der anderen Seite will ich das hier auch noch ausbauen, damit wir das hier bauen können. Hätten wir noch einen Höllenkrieger, auch nicht schlecht. Ist das Game gut, aber noch nie Warhammer gespielt? Ich find's Hammer. Das ist so unglaublich gut. So, wir müssen aber in der nächsten Folge weitermachen. Wir lassen die Runde noch schnell fertig ticken. Und in der nächsten Runde machen wir dann die nächste, also die Folge müssen wir beenden und in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Sturmhatch werden wir ausrauben und dann niederreißen. Ich finde die Strategie mit zuerst ausrauben und dann niederreißen eigentlich ganz gut. Weil ich meine, wir zerstören es ja so oder so. Nein, geht er jetzt wirklich das hier holen? Ich krieg so die Krise von dem verdammten Ork. Wenn der so weitermacht, dann schlage ich einfach in alle Richtungen aus, ganz ehrlich. Dann gehen wir den einfach platt machen. Dann habe ich die Faxen einfach dicke. Dann haben wir keine Freunde. Ja, da guck, da kommt das... Ting! Du Elender. 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 In der nächsten Folge werden wir sehen, was passiert. Wenn ihr es auf dem Let's Play Channel guckt, lasst ein Like, lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir weiter Zerstörung über das Land bringen. Ah, Korn macht irgendwie schon Spaß. Es ist ein anderer Spielstil, aber er macht schon Bock. Gut, in der nächsten Folge geht's weiter. Ich freue mich drauf. Bis dann.